2018 wird sie Österreichs erste Snowboard-Freeride-Weltmeisterin und auch jetzt ist sie bei der World Tour ganz vorne mit dabei. Hallo und willkommen, Manuela Mandl. Hi, wie geht's dir? Hallo, danke Kathi. Voll gut. Ich bin gerade erst gestern wieder zurückgekommen aus Kanada, wo ich zum Glück eben die Qualifikation fürs Finale von der Freeride World Tour geschafft habe. Bin noch leicht gejetlaggt, sprich, wenn ich irgendeinen totalen Blödsinn rede, wundert es euch nicht, das ist einfach... Ich bin noch in einer anderen Zeit. Ich glaube, es ist gerade mitten in der Nacht für mich. Oder also so. Du bist direkt aus Kanada gekommen, jetzt zurück nach Wien. Wir sind hier im Penta Hotel in Wien. Wie sehr bist du noch verbunden mit deiner Heimat? Weil du kommst ja auch hier aus der Hauptstadt. Ich bin natürlich eine Wienerin. Also ich kann sie auch nicht verbergen. Also weder in der Sprache noch sehr oft auch nicht in der Attitüde. Also ich beschwere mich dann schon manchmal gerne über Sachen. Und ein bisschen ein schwarzer Humor gehört für mich auch dazu. Und ja, auch so kulturell und musikalisch bin ich absolut Wienerin und auch Europäerin, muss ich sagen. Also ich merke dann, also gerade wenn ich so in Kanada bin und alles voll mit irgendwie Burgern ist und es kein einziges gescheites Museum weit und breit gibt, dann bin ich doch so ein bisschen so, ich gehöre da nicht ganz her. Was isst du da gerne Wienerisches? Was dir da fehlt in Kanada zum Beispiel? Oh, was fehlt mir in Kanada? Ja, ich finde halt, dass so die, in Österreich, am liebsten habe ich gefüllte Paprika von der Oma. Okay, die wird es dann vielleicht heute auch wieder geben für dich in Wien. Man fragt sich natürlich, wie kommt man als Wienerin zum professionellen Wintersport? Das ist ja vielleicht eher ungewöhnlich. Wie war das bei dir? Ja, es ist schon ungewöhnlich. Man muss sagen, ich habe halt persönlich voll das Glück gehabt, dass meine Eltern haben eine Ferienhütte da in der Schladming-Dachstein-Region. Wir waren da alle Winterferien dort. Aber das ist jetzt keine Voraussetzung. Wir haben in Wien den Wiener Skiverband, sehr starke Vereine, auch über den Alpenverein. Also der Alpenverein Edelweiß zum Beispiel hat eine wahnsinnig starke Jugendmannschaft. Gute Trainingsmöglichkeiten eigentlich. Also die Leute, also Kinder und Jugendliche haben gute Trainingsvoraussetzungen, auch mit Semmering und den stadtnahen Bergen. Und das geht schon. Also wenn man will... halt. Also wir haben auch eine Serie im Osten Österreichs, was Snowboard Cross betrifft und Parallelslalom. Also auf jeden Fall viel, was man da machen kann. Freeride bedeutet ja eigentlich, du fährst da abseits der geregelten Piste, du bist da am Gipfel ganz oben mit dabei. 2016 war ja dein Sprung in die World Tour, 2018 bist du Weltmeisterin geworden. Was war das für ein Gefühl, wie waren da die Reaktionen? Ja, unglaublich. Also ich hab das nie so angelegt gehabt, dass ich jetzt irgendwie Snowboard-Profi werde und das ist dann irgendwie einfach passiert und hat sich langsam aufgebaut. Also ich war jahrelang in den Freeride World Qualifiern, das ist so der Europacup, bevor man in die Freeride World Tour kommt. Und dann gibt es einen sehr engen Flaschenhals, dass man die Qualifikation zu den Weltbesten reinschafft. Und das hat bei mir doch einige Zeit gedauert. Und dann ist mir auf einmal so, boom, der Knopf aufgegangen. Und ich liebe Snowboarden, ich liebe das Gefühl, am Berg zu sein und zu gleiten und durch, vor allem, wenn es schöner Tiefschnee ist, runterzufahren. Und dass dann die Runs so gut aufgegangen sind, hat mich selber überrascht, weil was im Freeriden halt schon ist, dadurch, dass wir im freien Gelände sind, wissen wir halt oft einmal nicht genau, okay, wie schaut jetzt der Absprung aus. Es kann passieren, dass da unabsichtlich irgendwie irgendein Stein oder ein bisschen ein härterer Schnee in der Landung ist. Oder es kann einfach sehr viel bei so einem Run schief gehen und das heißt, man braucht halt Glück und das richtige Timing und das richtige Mindset auch, um das zu schaffen. Und ich habe mich dann halt extrem gefreut. Ich habe mich dann noch mehr gefreut, wie ich herausgefunden habe, ich bin die erste Österreicherin, die jetzt im Freeride Snowboarden Weltmeisterin geworden ist und die erste Wienerin mit einem Weltmeistertitel im Wintersport irgendwo. Das ist halt auch cool. Das ist ja ein Wahnsinnsgefühl, wenn man dann oben steht und die Medaille bekommt und einfach weiß, wow, es hat sich einfach alles ausgezahlt, die ganze Arbeit, weil die Vorbereitungszeit ist ja immens. Schau mal zur World Tour, da bist du aktuell auf Rang 3, 14.400 Punkte, also wirklich ganz vorne mit dabei. Wie schaut das so eine Vorbereitungsphase aus? Weil die World Tour geht ja über mehrere Monate. Genau, und die Vorbereitung geht eigentlich über das ganze Jahr. Also ich trainiere jeden Tag, ich mache jeden Tag so 20 Minuten Core und dann mehrmals in der Woche halt Ausdauereinheiten. Koordination gehört auch dazu und im Winter ist es dann Ausgleichstraining. Im Sommer ist es dann am Ende der Saison, so Mai, Juni vor allem, dass man irgendwie probiert, dass man die kleinen Wehwehchen, die man im Winter so angesammelt hat, weil halt diese hohen Sprünge in manchmal nicht ganz so klare Landungen einfach schon ein bisschen so Tribut zollen, was jetzt so die allgemeine Statur und die muskuläre Stabilität angeht, dass man sich da wieder herrichtet. Und die Vorbereitung für einen Contest an sich ist komplex, weil wir machen uns Gedanken, wo der Schnee wie liegt, welche Form von Schnee, also ob der jetzt weich oder hart ist, ob der
eine Crust, also so eine kleine Kruste von der Sonne drauf hat, wo der liegt. Und dann sitzen wir am Gegenhang mit einem Fernglas und starren dieses Stück Berg an, das Face, wo wir runterfahren, und überlegen uns, okay, wo ist da die allerschönste Linie zum Runterkommen? Und das ist halt dann sehr viel Arbeit, das im eigenen Kopf praktisch umzudrehen und genau zu wissen, weil ich fahre mit Vollgas einen Run und ich habe eine Chance im Normalfall auf einem Stück Berg, das ich vielleicht noch nie in meinem Leben gefahren bin. Und dass man da mit der Überzeugung und dem Wissen reingeht, okay, passt, das ist der Stand, und den springe ich exakt in dem Winkel in die Richtung runter und dort ist die Landung und die passt auch. Das ist einfach sehr viel zum Denken dann. Also ich muss sagen, bei manchen Videos kriege ich voll selber Herzklopfen. Ich denke mir so, oh mein Gott, wie kann man sich das überhaupt trauen, da runterzufahren? Man sieht da so steile Hänge, man sieht teilweise auch Gestein. Wie schaut das Risikomanagement aus? Also wie schätzt du vorab ab, da kann ich jetzt fahren bei dem Neuschnee beispielsweise? Genau, wir lesen halt sehr viele Lawinenlageberichte und Reporte, wie der Schneedeckenaufbau ist. Dann überlegt man sich im Contest natürlich auch, okay, welche Startnummer habe ich? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie schon 10 Leute vor mir durchgefahren sind? Weil dann kann das natürlich mit Schnee knapp werden. Und die Steilheit schätzt man ab, indem man einfach vor dem Contest eigentlich unten in einem Halbkreis um den Berg herum geht so weit wie möglich und dann die verschiedenen Winkel vom Gelände sieht. Und natürlich haben wir auch die Footage von den Jahren davor. Also jetzt gerade, wenn wir jetzt auf Fieberbrunn fahren, der Wildseeloder ist einer der großen klassischen Faces im Freeride-Wettkampfsport, wo es sehr viel Material gibt über die Jahre. Das heißt, wir haben den mit viel Schnee gesehen, mit wenig Schnee, mit Wind aus verschiedenen Richtungen, mit allen möglichen Bedingungen. Und das heißt, wir wissen dann, okay, von dem und dem Jahr, jetzt sind die Bedingungen ähnlich, wir können uns die Runs anschauen und sehen dann halt, ah ja, dort gab es die und die Schneebedingungen und so kann man das dann ableiten. Aber es ist trotzdem immer im Moment dann immer, man weiß dann so viel und ich habe dann immer das Gefühl, ja okay, unbewusst weiß mein Körper, mein Geist alles, aber so, dass man dann im Run einfach gibt man Gas und probiert da das Beste machen mit dem, was man weiß. Hast du auch mal Angst manchmal oder blendet man das komplett aus? Weil das Risiko ist ja eigentlich da. Ja, das Risiko ist da und vor allem auch, ich meine, Felsen sind jetzt nicht so weich. Also man will jetzt nicht in den Felsen reinfallen oder drauf landen oder dagegen fahren oder so. Aber Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich glaube, so wie alle Athleten und Athletinnen sucht man sich Sachen, von denen man überzeugt ist, dass man sie schafft. Weil man will nicht hinfallen und man will auch nicht irgendwo dagegen fahren. Das heißt, dadurch habe ich keine Angst, weil ich stehe oben und denke mir, ja, das passt. Das habe ich mir überlegt und das kann ich und das funktioniert dann auch. Du hast vorher schon angesprochen, Fieberbrunn zum 13. Mal stoppt die World Tour jetzt in Kürze, dann in circa einem Monat oder Mitte März dann eben in Fieberbrunn. Was bedeutet dir dieser Run zu Hause? Wie wichtig ist das, den Weltcup vielleicht auch mal zu Hause zu gewinnen, dieses Rennen? Ja, ich würde natürlich schon gern Fieberbrunn gewinnen, aber es ist keine leichte Aufgabe. Der Wildseeloder ist ein voll komplexer Berg, der ist oben halt richtig steil und hochalpin und mit riesigen Sprüngen und im unteren, dann flacht er ein bisschen aus und im unteren Bereich sind dann, ist ein bisschen so Bewuchs und Latschen und Bäume und ein bisschen unübersichtlicheres Gelände und es ist nicht so leicht, da diese total schön komponierte Linie mit viel Action, die aber flowig durchgeht, überhaupt zu finden und dann auch zu erfahren. Und ich glaube, da bin ich auch schon ein paar Mal kurios gescheitert an diesem Vorhaben. Ja, und hoffentlich mache ich es heuer besser. Wir haben da im Fieberbrunn heuer ein neues Format. Das heißt, wir haben 2 Runs den Wildseeloder runter. Idealerweise, es wird an einem Tag passieren und dann zählt der bessere der beiden Runs. Und ich bin jetzt noch so, am Überlegen, wie ich das mache. Gehe ich beim ersten gleich Vollgasrisiko und hoffe, dass ich es da stehe? Oder mache ich erst einen Safety Run und riskiere dann beim zweiten wesentlich mehr? Ich weiß noch nicht genau. Mhm. Also, das ist auch es wird interessant, glaube ich, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil für uns ist das eine komplett neue Situation, dass wir 2 Runs haben. Es wird ziemlich, ja, interessant zu sehen, was da halt passiert. Also du hoffst, dass du zum ersten Mal auch zu Hause gewinnst, wäre natürlich was Besonderes für dich. Könnte das schon so ein bisschen eine Vorentscheidung für den WM-Titel sein? Ja, absolut. Dadurch, dass auch das Format heuer bei der Freeride World Tour so ist, dass die Punkte beim Finale, also jetzt in Fieberbrunn und dann in Verbier, höher gewichtet sind, also es sind ungefähr ein Drittel mehr Punkte für den Sieg, wäre das natürlich so, wenn man jetzt auch in meiner Position als zurzeit Drittplatzierte, wenn ich bei beiden gewinne, dann hätte ich halt wieder einen Titel und das wäre natürlich schon cool. Aber
Ich traue es mir auf keinen Fall ansagen, weil ja, es ist einfach kompliziert, da spielt viel mit rein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es das klappt. Das wäre natürlich mega. Und Fieberbrunn ist ja nicht nur ein Wettkampftag, das ist eine ganze Wettkampfwoche, eine Festivalwoche, kann man sagen. Vor allem auch für die Fans was Besonderes, weil die haben da echt die Chance, ganz nah an die Stars ranzukommen. Sehen da zum Beispiel Sachen wie wird das Startzelt mit dem Heli auf den Gipfel geflogen oder auch ein Safety-Workshop. Wie findest du das, dass da so viel den Fans geboten wird und was bringt das dem Sport zum Beispiel auch? Ich finde das total wichtig. Also es ist ein Festival für den Freeride-Sport. Ich finde das voll wichtig, dass man auch immer kommuniziert, eben, dass wir, ja, wir fahren total komplexe und steile Sachen und wir fahren im Powder und im frischen Schnee herum, aber einfach wie viel an Vorbereitung da auch dahinter ist. Und dass die Personen, die da irgendwie am Berg im Fieberbrunn, das dann alles so super easy ausschauen lassen, weil wir hören dann oft, ja, das schaut so leicht aus. Man sieht halt nicht, wie viele Jahre an Vorbereitung da reingehen und wie viel Wissen über alpine Gefahren und die Schneedeckenaufbau und die Lawinensituation über die Jahre da für jeden akkumuliert ist, um das irgendwie möglich zu machen. Und deswegen auch gerade Safety Workshop total wichtig, aber auch klar, wie viel Vorbereitung für so ein Event vor Ort geht. Also der Cox, der Markus Kogler, die lokalen Bergführer und Bergführerinnen, die da dafür sorgen, dass dieses Fest sicher ist, die machen halt einen Mega-Job. Das ist auch cool, glaube ich, zu sehen. Und ja, auch im Riders Meeting, wie genau wir gebrieft werden als Athleten. Also wir hören halt, wir kriegen von 3, 4, 5 verschiedenen Leuten, okay, in dem Bereich vom Berg ist der Schnee so und da gibt es das und das zu beachten und die Sonne war dort und dort und der Schnee hat dort und dort hingeblasen worden. Das ist halt voll wichtig, weil Schnee ändert sich immer und das ist auch das Schöne am Freeride-Sport. Also wir machen niemals das Gleiche. Also es ist immer anders so. Und transformiert sich auch. Und jeder Berg, und wenn man noch so oft runterfährt, ist jedes Mal was anderes. Und vor allem, man muss bedenken, ihr müsst ja den Berg auch noch hochgehen, 40 Minuten Aufstieg, bevor es dann überhaupt losgeht mit dem Run auf 2200 Meter Höhen und einer Hangneigung von 70%. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, was ihr eigentlich leistet. Ein großer Fan von Fieberbrunn ist auch Marcel Hirscher, der war schon häufig mit dabei und hat auch einen sogenannten Gap-Jump gemacht. Magst du mal erklären, was das ist? Ja, der Wildseeloder, der hat im unteren Bereich eine Rinne, die relativ eng ist an manchen Stellen. Und der hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren das erste Mal, der Michael Bimbo war das, ein französischer Skifahrer auf der Freeride World Tour, ist einfach über diese Rinne praktisch also oben drüber gesprungen. Was schon einiges an Risiko ist, weil wenn das halt schief geht, dann schlagt man da im Gegenhang frontal ein und der ist leider nicht weich und nett, sondern der ist eher felsig. Ja, und der Marcel Hirscher hat dieses Kunststück wiederholt, wofür ich echt im höchsten Respekt zolle, weil ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es mich traue, weil da muss halt der Moment, also im Absprung, das muss ja das Timing perfekt passen. Ja. Ja, wer weiß, was wir da noch sehen werden. Er hat sie mit den Ski gemacht, muss man halt auch dazu sagen. Aber wäre spannend zu sehen, ob das für dir auch möglich wäre. Und was dir auch sehr wichtig ist, ist die Sichtbarkeit von Frauen im Outdoor-Sport zu erhöhen. Du bist ja auch Ex-Barista's Role Model. Was bedeutet dir diese Aufgabe? Genau, es ist so, dass wir haben allgemein im Sport ein bisschen ein Geschlechtergefälle, dass einfach sehr wenige Frauen wirklich aktiv sind und auch weniger Frauen aktiv in Vereinen sind. Und das finde ich ein extremes Problem, weil Sport einfach so viel Lebensqualität bringt und so viel für Lebensqualität bedeutet. Und bei Exploristas, da wurde auch eine Studie von dem Verein initiiert oder von Anja Schmidt eigentlich, über die Sichtbarkeit von Frauen in der Medienberichterstattung. Und da hat sich halt herausgestellt, okay, das ist total schlecht. Wir haben ein extrem hohes Geschlechtergefälle. Und man muss aber sagen, dass natürlich Vorbilder total viel wirken. Und deswegen bin ich der Role Model, gemeinsam mit sehr vielen anderen Famosen, wenn es dieses Wort überhaupt noch gibt, mit sehr vielen anderen tollen Frauen im Sport, wo wir einfach dafür sind, hey, wir sind da, wir machen Sport. Sport ist cool und ist extrem viel Spaß. Es geht nicht immer nur um Leistung, sondern dass man gemeinsam Freude irgendwie draußen hat oder Freude im Verein hat, wo auch immer. Und dass es uns gibt, weil leider halt in ganz vielen Medien, in klassischen Medien einfach Frauen und Sportlerinnen total unterrepräsentiert sind, obwohl wir extrem erfolgreiche Sportlerinnen haben. Gerade jetzt im Snowboard-Bereich natürlich Anna Gasser, eh klar, Hero, ja, aber auch in allen möglichen anderen Bereichen. Und
ich fände das halt wichtig, dass da einfach Frauen präsent sind. Und Österreich als Skination eigentlich langsam schon der Wandel auch zur Snowboard-Nation, kann man das sagen, wenn man sich anschaut, die Olympischen Winterspiele, 18 Medaillen für Österreich, davon 4 für Snowboarden, eben auch Anna Gasser. Wie wichtig ist das für die Repräsentation von Snowboard in Österreich? Extrem wichtig, und die Arbeit, die da gemacht worden ist, also sowohl vom ÖSV, aber eben auch im freien Bereichen, also wir haben ja auch viele verschiedene Leute, die Filmsegmente machen und zum Beispiel Gigi Rüff oder so, die international im Snowboard-Bereich wirklich sehr präsent sind. Das ist total wichtig. Und ich glaube halt, dass Österreich ist ja Skination, aber auch Wintersportnation, und dass man das durchaus breiter fächern kann. Und ich hoffe, dass das auch passiert. Genau. Wäre das für dich auch mal so ein Traum, Olympia? Weil aktuell ist es ja noch nicht dabei mit dem Freeriden, aber wäre das so ein geheimer Traum vielleicht? Ja. Es hängt sehr davon ab, wie die Olympischen Winterspiele in Zukunft auch angelegt sind. Ich meine, zurzeit sind sie oft an Orten, wo eigentlich kaum Naturschnee ist. Freeriden findet auf Naturschnee statt, auf Bergen, die jetzt nicht extra bearbeitet werden im Sinne von, da kommt kein Kunstschnee drauf, da werden keine Rampen oder Absprünge oder so hingeschaufelt, sondern es ist, wie es ist. Und da ist es natürlich logistisch auch schwierig, weil, ich meine, Peking hat zwar ein bisschen Schnee gekriegt, aber das ist zu wenig für uns, also wir brauchen schon ein bisschen mehr Schnee. Von dem her, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich möchte natürlich, dass sich der Sport weiterentwickelt, auch dass wir nachwuchstechnisch, da passieren gerade sehr interessante Sachen, dass da mehr ist. Und ja, mal schauen. Ich wäre natürlich schon gern irgendwann bei Olympia, aber ich weiß nicht, also ich glaube, für mich wird das schwierig werden. Ja, sag niemals nicht. Ich meine, Weltmeisterin bist du schon geworden. Wer weiß, wohin die Reise noch geht. Und du hast es schon angesprochen, der Schnee ist wichtig, der Umweltschutz ist dir auch wichtig. Du bist bei Protect Our Winters mit dabei bei diesem Projekt. Was bedeutet dir das? Ja, Protect Our Winters Österreich. Wir probieren Wege aufzuzeigen, wie man Wintersport möglichst umweltfreundlich irgendwie durchführen kann. Also, und da geht es nicht darum, ja klar, wir sind nicht perfekt. Ja, wir wissen, dass es natürlich, dass jeder Lift einen Impact auf die Umwelt hat, dass jedes Mal, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, einen Impact hat. Aber jeder kleine Schritt ändert halt was. Und wenn wir halt alle gemeinsam immer probieren, die Dinge ein bisschen besser zu machen, dann werden wir auch in Zukunft Schnee genießen können, weil es geht darum, beschütze, was du liebst, also den Schnee und die Berge. Und da möglichst Wege zu finden, die Sachen gemeinsam besser zu machen. Und es ist eh viel witziger, ein Auto zu teilen, um irgendwie in einen Wintersportort zu kommen, als immer allein zu fahren, weil einfach 70% vom Wintersport, von den Emissionen, die Wintersportler und Sportlerinnen haben, die passieren bei der Anfahrt in den Urlaub. Vor Ort ist es dann eh verhältnismäßig okay. Und ich finde, da kann man einfach viel machen. Und ich bin auch begeisterte Klimaticket-Benutzerin. Das funktioniert natürlich zwischen Wien und Innsbruck besonders super. Und ja, das ist nicht immer leicht, wenn man dann irgendwie woanders eine Skitour machen will. Aber ich glaube, da kann jeder und jeder seinen Beitrag leisten. Und wenn wir uns da gemeinsam in Zukunft am Riemen reißen, damit wir einfach möglichst viel Schnee haben und ein bisschen auf die Umwelt achten, ist auf jeden Fall was getan. Genau, man kann Protect Our Winters Österreich ist auch ein Verein, wo man Mitglied werden kann, genauso wie Exploristas, genauso wie die vorhin schon angesprochenen Alpenvereine, aber auch der Wiener Skiverband. Es ist immer gut, wenn man gemeinsam für Ziele irgendwie einsteht. Und du stehst ja nicht nur für Snowboarden, sondern du sagst selber, du bist ja auch aus der Kunst. Was genau machst du da eigentlich so hobbymäßig oder vielleicht auch was studierst du? Was machst du, wenn du mal nicht auf der Skipiste bist? Genau, ich oder bin... auf der Snowboardpiste. Ja, ich studiere auf der Akademie der Bildenden Künste Architektur, bin eigentlich mit dem Studium fertig, habe dann irgendwie durch Snowboarden die Masterarbeit noch nicht abgeben, sprich, das steht noch aus. Ich finde es total wichtig, dass man immer das, was man sieht, auch im jeweiligen Kontext der Zeit und im kulturellen Kontext auch betrachtet. Und wir sind nicht, kein Mensch ist bloß ein Individuum, sondern wir sind immer im Austausch. Und dementsprechend ist auch Sport immer so ein Vorreiter einer gesellschaftlichen Veränderung. Und man sieht im Sport sehr oft, wie sich die Dinge entwickeln werden. Und es ist jetzt natürlich super, wenn im Sport Equal Pay ist und Frauen und Männer gleiches Preisgeld haben und hoffentlich im Frühjahr oder später auch die gleiche Repräsentation, weil dann ist es gesellschaftlich vielleicht auch. Und ja, und Kunst ist eine sehr große Bereicherung auch. Also ich würde auch sagen, Freeriden ist Zeichnen am Berg ein bisschen. Also wir probieren eine möglichst harmonische Linie mit dem Berg zu finden. Und
somit hat das dann schon ein bisschen was miteinander zu tun. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nichts entkoppelt sieht, sondern es ist immer im Kontext. Und jetzt die abschließende Frage an dich. Was sind jetzt noch deine Ziele, deine Träume für die Zukunft oder vor allem auch für die World Tour? Meine Träume für die Zukunft sind, dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft ein gutes Leben haben, dass Sport und Bewegung irgendwie die Anerkennung auch hat, auch politisch, die es einfach braucht. Für mich persönlich, dass ich mein Snowboarden weiter steigere, immer besser werde und hoffentlich den einen oder anderen Contest gewinne oder Titel. Und gleichzeitig diese Leidenschaft für Outdoor-Sport und draußen sein und für dieses sich trauen, dass man was probiert, dass man immer was Neues lernt, auch weitergeben kann. Also entweder über Exploristas, aber auch so im Vereinssport, im Wiener Skiverband, weil es ist so wichtig für junge Leute, aber auch insbesondere für Mädels und Frauen, dass man sich einfach dass man sich was traut. Es ist ein normaler Trainingstag, also wenn ich nicht gestürzt bin, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, weil dann habe ich mich nichts traut und dann hat nichts schief gehen können, weil ich bin ja nicht an meine Grenzen gegangen. Und dieses, ja, trau dich einfach und probier einen neuen Sport und probier draußen sein und probier Dinge permanent aus und es ist okay, wenn es nicht funktioniert, dass man diesen Spirit weitergibt, das finde ich voll wichtig und das würde ich auch so als Ziel sehen und ich hoffe, ich kann ein bisschen inspirieren. Dann, also selbst wenn ich total stürze, ich habe es probiert. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, du bist auch eine inspirierende Frau für viele junge Sportlerinnen, wahrscheinlich auch Weltmeisterin. Und wer weiß, vielleicht gibt es den nächsten Sieg dann in Fieberbrunn. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Danke, danke und vielen Dank für die Einladung. Danke an Manuela Mandl, Österreichs erste Weltmeisterin im Snowboard Freeride. Und ich sage auch Ihnen danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt. Haben wir es geschafft. Boom. Boom, 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 boom.